Wow. Also ich glaube, wir brauchen neue Zauber. Das bringt's nicht mehr. Da geht's hoch zum Drachenschrein. Seht ihr das? Das sieht man total. Tja. Wir müssen uns mal neue Zauber holen gehen, weil irgendwie bringen's die nicht mehr, die wir haben. Dabei haben wir ja eigentlich auf Feuerzauber gebaut, aber auch gerade gegen den, oh, hier ist noch eine umgefallene Karawane, vielleicht finden wir was. Ah ne, die glüht. Scheint vom Drachen verkokelt zu sein. Was ich sagen wollte, wir haben ja unsere Feuerzauber eigentlich verstärkt, aber irgendwie brauchen wir da mal wieder was Neues, dass wir da mal ein bisschen mehr Schaden rausholen. Weil so kann das jetzt nicht mehr weitergehen. Deswegen habe ich auch in letzter Zeit immer so ein bisschen mehr mit dem Bogen gespielt, wenn ich ehrlich bin, weil wenn man zweimal schießen muss, aber 30 mal zaubern, dann bringt das halt nichts. Und in Schießkunst sind wir ja sowieso ja ein bisschen stärker von den Punkten her. Aber das dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Aber vielleicht ist auch einfach der Bogen so krass, den wir hier mal gefunden haben von diesem Gold. Ja, ich habe mich gerade total erschrocken übrigens. Und wehe, wir müssen jetzt da wieder alles neu machen, ey. Ich krieg die Krise. Ich weiß, ich hatte gerade eben mal kurz gespeichert. Dann müssen wir wieder gegen diesen... Ja, müssen wir. Gut. Dann packe ich diesmal direkt den Bogen raus. Wo? Wie? Was? Hallo? Was geht hier gerade ab? Hört ihr das auch? Das klingt wieder nach diesem Feueratronachen, der irgendwo in die Bäume reinschießt. Naja. Ich kämpfe jetzt einfach mal gegen Lena. Tja, diesmal machen wir nicht so viel Schaden. Ah, zieht doch noch Ausdauer, der Mist. Zack! Da Christen. Den machen wir wieder an. Obwohl, ach komm, lass mal doch mal einfach jetzt. Ist doch auch egal. Ach, jetzt habe ich auch... Ah, naja. Ach, jetzt klicke ich hier aber auch wild durch die Gegend. So... So, packen wir den Bogen wieder raus. Speichern nochmal eben. Ich sollte mir wieder angewöhnen, öfter zu speichern. Mann. So, da hinten ist der Feueratronach. Boah, habt ihr das gesehen? Das war doch mal ein Glanzschuss. Was für ein Glanzschuss, liebe Leute. Aus der Entfernung direkt getroffen, ohne Probleme, mega gut. Das speichere ich und das habe ich auf Video. Muha! Richtig gut, ey. So, da hinten müssen wir auch wieder das Eisen. War hier kein Eisen? Okay, hier war kein Eisen. So, was war das denn da oben jetzt für ein Teil? Mann. Hier wird man echt immer wieder aufs Neue... Ach, hier war Eisen. Gut, hier wird man immer wieder aufs Neue überrascht. Müssen wir da irgendwie im Zickzack laufen oder wie geht das? Weil wir waren ja in einem Schuss Dreck, Batsch, tot. Kann es ja irgendwie nicht sein, ne? So. Und mit dem Bogen hier nochmal speichern. So. Das Ding da. Boah, wie soll man denn... Hä? Wie soll man denn da vorbeikommen? Bin ich aber gerade ein wenig überfragt. Vielleicht schleichen? Vielleicht kann man das Ding kaputt machen.
Meh. Wow. Wow. Boah. Ich glaube, ich weiß, wie wir es besser geschafft hätten ohne diesen, ja, Wahnsinn. Nämlich mit unserem Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge. Na, das ist doch mal ein toller Name. Wir hätten unseren Wirbelsprint verwenden können. Oh oh. Wow, warum habe ich denn jetzt so kleine Ruckler drin? Gegen Drachen sind die Zauber wieder effektiver. Weil damit können wir sie ja beim Feuerspeien unterbrechen. Und da wartet auch schon unser Turm, um den wir hier gerade kämpfen. Genau, setze ich da oben drauf und kassiere nochmal ein paar. Ja, oder werde ich einfach gar nicht mehr. Habe ich auch keine Probleme mit. Alles okay mit dir? Also ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir uns hier so ein kleines Match liefern. Hallo. Tja. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Drachen nicht. Angeblich ist er tot, aber irgendwie auch doch nicht. Ich kann mir nur gerade vorstellen, dass der sich wieder versteinert hat. So. Wow, das verfolgt uns ja immer noch. Wir mal irgendwie hier weg müssen oder so. Aber das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Naja, gucken wir mal. Ja, auch gut. Vielleicht regeneriert sich das Ganze jetzt so irgendwie wieder. So, packen wir mal den Wirbelsprint rein. W, Wirbelsprint. Und... Tja, was? Da kam der noch hinterher? Was? Bitte euch. Kann es doch nicht sein hier. Fuß! Ah, jetzt haben wir den nicht mehr drin. Ah, weglaufen. Tja. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das doof gelaufen ist, ne? Aber... Das ist richtig doof gelaufen. Hallo, Drache. Komm mal zu dir rauf. Was macht man denn bei so einem Problem? Hallo. Hey, Schnucki. Wir wollen dich plündern. Hör auf zu leben. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir das Ganze... Moment mal. Auto... Ja, dann dürfen wir wieder alles neu machen. Das ist also keine gute Idee. Da war ich ja so schlau und habe gerade überspeichert. Und da sind wir noch ganz woanders. Ja, gut. Kriegen wir denn das hier? Wort der Macht gelernt. Furcht, Unbehagen. Und eine Truhe. Meridias Stern.
Was auch immer das ist. Geweihter Vulkankriegshammer. Den nehmen wir mit. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Okay. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreat zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Okay. Begonnen im Morgengrauen. Wir haben eine neue Quest dafür bekommen. Ja, wunderbar. Es hat sich gelohnt. Darum sage ich immer, lasst uns alles erkunden. Du Scheißdrache, jetzt komm da runter und gib mir dein Zeugs, Mann. Ah, das, sowas ärgert mich. Das, da könnte ich jetzt schon wieder... Da, oh, 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 da könnte ich jetzt... Uiuiuiuiui, Leute. Wo müssen wir denn hin? Hier ist Riften. Wir haben ja hier so viel schon. Was sind wir denn da? Ach so, wir müssen wahrscheinlich die Quests erstmal hier im Morgengrauen. Wo? Hier nicht. Hier nicht. Ah, hier oben. Oh, guck da mal. Da waren wir sogar schon fast. Das ist hier bei Einsamkeit, ganz oben. Das machen wir danach. Also wir machen jetzt natürlich erstmal unsere Hauptquest. Nicht, dass er jetzt denkt, oh nein, jetzt macht er wieder was anderes. Ich will doch die Hauptquest weitermachen. Nein, machen wir natürlich. Ich quäl euch ja sowieso schon die ganze Zeit damit. Und ja, dann wollen wir jetzt natürlich auch mal zur Tat schreiten. Und da unten seht ihr übrigens wieder ein Drachengrab, wo wir ja schon einmal jemanden draus auferstehen haben sehen können. Und ja... Ich denke mal, da werden auch überall bald mal Drachen wieder draus auferstehen. Ich hoffe, wenn wir irgendwie in ein paar Folgen mal wieder hier zurückkehren zu diesem Drachenturm da oben, können wir hoffentlich den Drachen nochmal eben irgendwie besiegen, töten, wie auch immer. Wäre irgendwie schön. Und ansonsten haben wir halt einen Backdrachen gehabt. Was ich immer sehr traurig finde. So, Nachtigallhalle. Was ist das denn hier? Aha. Wo ist sie jetzt? Die Nachtigallhalle? Kommt man da jetzt rein? Die soll hier sein. Speichern wir gerade. Nachtigallhalle. Hier irgendwo soll der Eingang sein. Aber... Warte mal. Fuß runter! Hm. Da ist irgendein Zeichen drauf und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber vielleicht hat das etwas mit der Kugel zu tun, die wir gerade bekommen haben. Dass man damit irgendwas machen muss, weil da ist irgendwas abgebildet, so eine Art Sonne hier oben, die von einer, ja, keine Ahnung, Spinne oder sowas in, oder ja, Haken, was weiß ich, in Empfang genommen wird. Also für mich sieht das aus wie eine Spinne. Wenn ich ehrlich bin. Auf den Kopf gedreht natürlich. Ich würde jetzt gerne mal sagen, hier, stellt euren Bildschirm mal auf Kopf. Oder ich würde meinen mal gerne auf Kopf stellen, aber es geht halt nicht. Ich muss ja hier ein bisschen weitermachen noch. Okay, haben wir das auch. Vielleicht müssen wir da irgendwann hin. Wenn nicht, dann nicht. Ja, dann haben wir halt da jetzt einen Stein gesehen. Toll. Super spannend, kann ich euch sagen. Und begeben uns natürlich jetzt wieder Richtung Riften. Was heißt wieder, aber wir begeben uns jetzt Richtung Riften. Halt! Zurücktreten! Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Warum? Was ist los? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Könnt ihr in meinem Falle nicht eine könnt ihr in meinem Falle eine Ausnahme machen? Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen, oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum, der sich im Rattenweg hat. Tja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum Nordturm? Turm, hm? Turm. Nordturm, so. Muss ich jetzt hier einmal rumlaufen, oder was? Mann, 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 die machen es hier aber auch kompliziert. So, hier ist doch wieder was. Was haben wir denn hier?
Gar nichts, das ist zugekleistert, ja geil. Leute, wir wollen da rein!